Ja, liebe Leute, wir sind auf der Zinnoberinsel gelandet und schauen uns heute dann mal in dieser verlassenen Villa um, dieses ausgebrannte Gebäude. Wir haben einiges heute getan. Gestern haben wir ein Fossil wiederbelebt. Wir haben uns in Kabutopsitz mittlerweile. Dann haben wir einige Pokémon wiederbelebt. Beziehungsweise entwickelt. Ich habe jetzt mein... Ich habe einen Tentoxa jetzt dabei. Ich habe... Ach Gott, wir haben viel getan. Naja, wie immer sei. Das Team steht soweit komplett. Wenn wir Glück haben, finden wir noch ein Pokémon. Dann würde ich wohl nur noch austauschen wollen. Aber wie gesagt, Kabutops ist jetzt dabei. Und das wird definitiv auch das Pokémon werden, was wir in der nächsten Arena dann im Kampf sehen, im Kampfeinsatz sehen. Die nächste Arena wird eine Feuerarena sein. Aber jetzt schauen wir uns erstmal diese alten Pokémon wieder um und fangen weitere Pokémon. 72 haben wir mittlerweile und wir wollen natürlich so schnell wie möglich mal auf die 100 kommen. So, als erstes ist es Morgan. Ich habe Glück gehabt, dass das noch passte von daher. Ich will dieses Morgan haben. Komm her. 1, 2, 3. Jawohl. Ist auch die normale Form. Es gibt ja noch einen Gala-Smogmog dann irgendwann. Aber das gibt's, glaube ich, nicht. Wird es nicht in Let's Go geben. Oh, New Game reicht bei Level 50. So, Smogan geht in meine Poké-Ding. Ich kann ja alles erstmal ins Ding schicken. Ich kann älter. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell ist. Pokébälle 3. So. Komm mal her. Ja. Komm mal da hinten bitte aus der Ecke raus, Digga. Komm mal bitte da aus der Ecke raus, das nervt mich gerade. Ja, geh noch weiter in die Ecke. Ja. So, komm mal jetzt. 1, 2. Yes! Und liebe Leute, das war das Pokémon, was ich tatsächlich gesucht hatte, um Vulnona zu ersetzen. Und herzlich willkommen im Team Magma. Ich sage, ich bin mit Vulnona nicht ganz zufrieden gewesen. Es hat ein paar gute Einsätze gehabt, aber diesmal wird es aus dem Team rausgenommen. Weil jetzt haben wir mit Magma unser letztes Teammitglied fix. Luna, du hast sehr lange, sehr gut gekämpft, aber jetzt wird es auch mal an der Zeit, ein neues Pokémon einzusetzen. So. Dann müssen wir mal die TM-Box noch mal rein. Ich muss mal noch mal gucken wegen den Attacken. Vize-Aura, kannst du das nicht lernen? Kein Pokémon kann Vize-Aura lernen. Leck mich doch am Zeit. Man kann das lernen, sehr gut. Alltag kann es nicht lernen. Fliegen brauchen wir nicht. Flammenwurf. Okay, nehmen wir Flammenwurf rein. Komm, Magma dürfte von den Werten auch deutlich angenehmer sein als Vulnona. Fußkrieg, Feuerwirbel. Da nehmen wir Feuerwirbel raus. Lichtkanone kann es nicht lernen. Psychokinese, Eissieb. Doch, es kann Psychokinese lernen, okay. Donnerschlag, Schlagbohrer, Nudler, Megasauger. Zauberschein kann kein Pokémon lernen. Das ist schon krass. Drachenbutte, Eisenschweif.
Lichtaura, Toxin. Lichtschild, Schutzschild, Schaufler, Teleport. Ja, ich denke, so passt es vom Team her. So, gut, dann haben wir das auch. Oh, da ist nochmal ein Magma. Ich dachte, die sind ziemlich selten hier. Ich dachte, ich hatte jetzt so schnell einen Magma zu finden. Aber okay, ich nehme es gerne mit. So, dann haben wir eine Sprühdose Top-Schutz. Klick! Du hast versteckten Schalter betätigt. Du hörst ein Geräusch. Es klingt so, als hätte sich irgendwo was bewegt. Gute Frage, nächste Frage. Und hier unten kann was sein, ja. Noch ein Top-Elixier. Ah, ich habe vergessen, schon wieder im Supermarkt was zu kaufen. Ne? Und trotzdem hier mal ein bisschen um. Hier hinten auch, vor allen Dingen. Ah, da unten zum Beispiel etwas ist, was wir zwar nicht gebrauchen können, weil es nur ein Top-Lock-Parfüm war. Aber es kann auch alles passieren. So. Gut, dann haben wir dann hier unten soweit, glaube ich, alles abgearbeitet, abgegrast. Da kommen wir gerade noch nicht rüber. Also noch nicht. Schon wieder ein Magma. Ja, den sieht ja ziemlich häufig gerade, ne? Klick. So. Oh, hier ist ein Dieb, guck mal. Dieses Haus ist wie ein Labyrinth. Wie soll ich hier nur jemals wieder herausfinden? So, oh Gott, jetzt, ah gut, Galopp. Ach, es ist Galoppa, ne? Das ist gar kein... Polita. Polita haben wir ja schon, aber Galoppa haben wir noch, oder nicht? Kabutos mal mitziehen können. Dann hätte das Galoppa nicht viel machen können. Aber dieser Kabutos wird definitiv was Pokémon werden, was wir dann in der nächsten Arena sehen. Ich muss noch die Folge direkt vorgehen, weiß ich nicht. Also in einer Aufnahme zwischen zwei Orden. Oh, dann ist Backen. Was wir hier, wie schnell wir hier durchkommen. Du. So. Ein Top-Ether. Aber ich werde mich jetzt nicht herpetzen. Ich vermute, dass wir es nicht schaffen. Das war dann wahrscheinlich erst in der nächsten Aufnahmesession dazu kommen werden. So, ich ziehe mal gerade mein Team ein bisschen um. Bewegen. Nach vorne mit dir, mein Freund. So. Da ist schon wieder ein Magma. Also ich finde das ziemlich krass, wie viele Magma hier gerade rumrennen. Weil, wie gesagt, normalerweise ist das Pokémon, gerade was in dem Original, ich glaube Pokémon Rot hat's gab's, in Pokémon Blau gab's das, sehr selten gewesen hier. Und hier habe ich, glaube ich, mittlerweile schon das vierte rumlaufen sehen. So, drei weitere Hyperbälle. Aber ich glaube, sonst haben wir keine Pokémon, die wir hier groß irgendwie... noch nicht hätten. Also ein Fluchtseil. Ich gucke mich gerade hier nur ein bisschen um, weil hier oben ist auch noch ein Item. Oh, ein Doppelleber, sehr gut. Ja, ich denke nicht, dass wir es diesmal doch eine Folge auf eine Aufnahme schaffen. Ich will mir auch nicht in der Arena dann in 10 Minuten der Arena weg runterkloppen, weil ich dann auch gerne jeden Trainer mitnehmen möchte. Jetzt sehen wir, was dann definitiv in der nächsten Pause machen. Alter, wie viel Magma hier laufen hier rum? Ich finde das schon ziemlich krass. Weil da oben.
Pokémon, das wir noch nicht hatten. Ein Smogmog. Da ist ein weiteres Pokémon. Ich glaube, dann haben wir sogar fast alle hier in der Arena, in dem Gebiet. Sogar ein fabelhafter Wurf. Smogmog wird nicht ins Team kommen. Ich hoffe, dass es dort auch drin bleibt. Natürlich bleibt es nicht drin. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ha! Ich habe sie doch mitgenommen. In der Bewegung. 1, 2, 3. Oh, dieses Smogmog sagt auch, ich bleib draußen. Jawohl. Aber der nächste Ball, der sagt dann, ich werde dich doch lieber fangen. So, neues Pokémon, neuer Eintrag und Smogmog haben wir, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob wir das schon haben. Ob wir das sogar schon gesehen haben, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. So, hier ist noch ein weiterer Dieb. Boah, dieses Haus ist echt riesig. Ja, ist halt so, ne? Die Simon, du hast einen Magma. Und jetzt haben wir das erste Mal im Kampfeinsatz unter Kabutops. Auch wenn es mich ärgert, dass es ein weibliches ist. So, okay. Du fühlst einen Konfusstrahl an. Magma haben wir ja auch schon mitgenommen. Wir haben auch mittlerweile ein. Wir haben ein starkes Team mittlerweile, ne, muss ich sagen. Und der Flammenwurf sollte mich viel abziehen. Weil wir eigentlich eine halbe Schwäche haben gegen Feuerattacken, da wir halt tief Wasser gestein sind. So. Slimer. Gut, dann gehen wir auf Nidoking. Nidoking Schlag, woran beherrscht. Aber noch kein Erdbeben, muss ich sagen. Dafür möchte ich gleich auch. Eigentlich gerne auch noch als Attacke, aber ich glaube, ich krieg's den Erdbeben, Blizzard und den Solarstrahl. Zumindest im Originalspiel, die kriegst du hier unten irgendwo noch. Und dann haben wir eigentlich ein sehr starkes Moveset, muss ich sagen. So, das Slimog ist mal kurz weggebohrt. Weitere Sonne-Bonbon. Hey, hallo, ich möchte. Das Smogmog haben wir schon. Das Morgon haben wir schon, Entschuldigung. Haben wir nämlich nicht, das wir nochmal. Okay, da oben ist schon wieder ein Magma. Also ich finde jetzt arg krass, wie viele hier rumlaufen von denen. Also, ist meiner Meinung nach das Pokémon mit so einer der seltenen Pokémon. Und ich weiß nicht, dass wie viel der mittlerweile hier rumstolziert. So, ja, die Frage ist, wie komme ich jetzt hier weiter? Rein theoretisch müssten wir hier weiterkommen. Und das Scharnierer habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie mir einen Scharnierer rumrennen. Das war so mir gerade mein letzten Ball. Das war mein letzter Überball, Freundchen. 1, 2. Na, ich dachte, es gab auch einen Pokéball, aber ich hab nicht. Wir haben noch so eine Welle, ein paar. Wir haben noch 47 Minuten. Ich will keine Meisterwelle verbraten. Na, Mann. Ich komme nicht in die Ecke da rein. Wie auch immer nicht. Komm mal her hier. Ja, komm mal wieder rüber, bitte.
krieg sie nicht da aus der Ecke raus. Das ist das Problem. Ja, du chillst da jetzt in deiner Ecke und ich komme mich gar nicht ran, ne? Hallo, Janera. Irgendwie, ob man das jetzt hinbekommen hat. Und Janera fehlt jetzt natürlich auch noch auf der Liste. Da haben wir noch gar keins von gesehen. Glaube ich. Ich weiß nicht. Jetzt mal nutzen, dass er das doch wieder in die Mitte gesprungen ist. Yes! Wir haben es. Es hat sich lange gewehrt, aber wir haben es gefangen. Es gab richtig gute Bonbon, richtig gute Erfahrungswerte. Über 1000 für jedes Pokémon. Aber das Valera, das nehmen wir mal sehr gerne mit. Das hätte ich also aber nicht erwartet, dass die in Chimera rumrennen. So, Smogon, ich möchte dich nicht unbedingt. Ich weiß gar nicht, wie ich das so. Die Frage ist, wie geht's hier weiter, ne? Schöner Magma. Eigentlich geht's hier oben immer weiter. Trainer, den habe ich ja hier besiegt, aber scheinbar nicht. Okay. Ich glaube, dann geht's hinten weiter. Ich nehme den Dings hier mit. Ja, natürlich. Ich hab dich schon gerade verzehrt. Ja, wie gesagt, das werden wir der Arena momentan wirklich in aller Ruhe nächste Folge. Also schon nächste Folge, klar. Ach komm, komm, geht das so weiter? Animation nicht oder was? Nee, ne. Nur ein Magma. Ich hab da oben war noch ein Gebäude in einem Bereich, den wir noch nicht abgearbeitet haben. Ich mag mal versuchen auszuweichen, okay? Ja, jetzt haben wir noch eine Trainerin hier. Ach du Schreck! Ich dachte erst, du wärst ein Dieb. Aber du bist ja nur ein Trainer. Ich bin Trainercoach. Möchtest du gegen mich kämpfen? Okay. Na los, dann geht's. Los. Dann sind wir hier nämlich richtig. Ja, dann müssen wir mich da hoch, glaube ich, gleich. Trainercoach Ivy. Mit deinem Girock. Okay, Girock ist gut, weil Kabutops müsste es ohne Probleme hier unterkommen. Aber diese Trainercoaches wären nicht Trainercoaches, wenn sie nicht irgendwie was in der Hand hätten. So, dieses Kabutops ist schon mal Geschichte. Dann hast du doch einen Dicktri. Ja, oh. Gut, das kannst du irgendwie noch wegstecken. Jetzt habe ich noch das Problem, dass ich kein... keine Wasserdüse mehr drin habe. Ja, gegen den Volker hat keine Chance. So, gut, dann geht's Kokowai hin. Megasauger! Ich hätte gleich die Tür im Steinhagel oder was von dir? Ich muss erklären. Das wird die Frage, was ist das als letztes? Hast du noch die Pflanze oder was? Dann Loki.
Quapo. Okay, dann haben wir mal die Kokowai, weil Quapo sollte es eigentlich ohne Probleme packen. So, Psychokinese, weil das ist schließlich ein. Ja, dann können wir wahrscheinlich jetzt erst hier im Steinhagel. Natürlich! Du! Das ist nicht wahr, ernsthaft? Aber, oh Gott sei Dank. Hat ja Glück beim Volltreffer und dann zurückgeschreckt. Aber trotzdem geht dieses Körper baden. Nebuli reicht Level 52. So. Der Kampf gegen dich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Ja, und zwar die Team 22 Steinhagel, wie es fast erwartet hatte. So, sehr cool. Aber Kabutops kannst du schon selber. Ich muss mich mal wieder ein bisschen wiederbeleben. Gut, dann hat sich das eben kurz. So, guck mal, ich vermute, dass wir hier oben halt weitermachen müssen. Weil das wieder ein neues Gebiet ist, was wir noch nicht. Wieder ein Nachbar. Also, tatsächlich kriegen wir öfters mal jetzt welche. So, dann haben wir hier noch ein weiteres Item, und zwar ein Hyperheiler. Hier hinten haben wir die Team 21 Schmarotzer. Wir kriegen auf jeden Fall gute. Wir kriegen auf jeden Fall einige gute Attacken dabei gerade. Okay. Dann machen wir hier weiter. Hier ist nämlich noch ein Forscher. Den nehme ich mal gerne mit. Mein Mentor erlebt eins hier. Okay. Das ist bestimmt der Kumpel von deinem Arena-Leiter. So, jetzt hast du jetzt einen Smogmog. Haben wir einen Smogmog als Gegner? Und dann gehe ich mal drauf mit Steinhagel. Du gehst auf Top 7. Ernsthaft jetzt? Gut, da versuche ich dich zu verbrennen, mein Freund. Geh das hin. Viel Wasser! Jawohl, es funktioniert. Das verbrennen. Vergiss das. So, das Mockmock ist schon mal Geschichte. Ich gehe jetzt auf jeden Fall wechseln. Mann, wie toll. Ja gut, das wäre die richtige Wahl. Nidoking wahrscheinlich, ja. Ich denke, mit Schlagbohrer sind wir gegen dieses Magneton sowas von gut gerüstet. Da hat gar keine Chance, irgendwas zu machen. Ja, wir bleiben dabei. New King nochmal Schlagbohrer. Dann ist dieses Magma auch down. So.
Aber war ja reicht Level 45, 44. So, gut, okay. Dann haben wir noch mal eine Möglichkeit. Wir haben noch Gegengifte, glaube ich, ne? Ja. Für einen Hyperheiler raushauen. Aber ich brauche langsam Hypertränke. Ich muss definitiv mal meine Hypertränke auffüllen. Ja, mich ärgert gerade, dass ich das Magma weggedrückt habe. Okay, das war jetzt ein Radikal. Das ist jetzt nicht unbedingt Magma. Weil ich glaube, das 44er Magma, das hätte ich mir tatsächlich jetzt selber um 45 pushen können. So, ach, da ist noch ein Item, ne? Ja, das wird schon noch. Oder müssen wir jetzt auftauchen? Nehmen wir auf jeden Fall diesen X-Treffer mal mit. Ja, dieses Radikal lässt uns da nicht in die Ecke gehen. Trifft sich sehr gut, der Übertrag. Wir haben hier noch einen weiteren Trainer. Aber hier geht's schon mal doch nicht weiter. Du willst mir dabei helfen, stärker zu werden. Dann müssen wir doch die Treppe da oben nehmen. Grabhammer. Also das dürfte neutral sein. Tut aber weh. Das tut aber weh. Das hätte ich nicht gedacht, dass ein Kabuto so schlechte Werte hat. Schau mal, Freundchen. Schieben wir dich mal kurz immer auf die Bretter. Da wird das reicht Level 46. Ja, nächstes ist ein Rasaf. Gut, das ist ein ziemlich leichtes Gegner wahrscheinlich für unser Kokowald. Das versuchen wir mal. Ich dachte, es wäre jetzt auf Dings gegangen. Ja, das hat sich ausgefuchtelt, mein Freund. Tschüss. Nidoking erreicht Level 51, Magma erreicht Level 42. Wir halten eine Superbälle. Ach, geh mir den. Ah, Dankeschön. Ich hätte eigentlich fast erwartet, dass er da noch ein bisschen auf den Nerven geht. Gut, dann geht's glaube ich hier unten weiter. Ja, da ist auch ein Magma. Mal gucken, wenn ich vom Level her das ein bisschen höher kriege als mein aktuelles, was auf 42 ist. Wenn ich jetzt auf 45 komme, dann werde ich es jetzt fangen. Aber erstmal möchte dieser Forscher hier kämpfen gegen uns. Wer bist du? Hier sollte eigentlich niemand sein. Ja, wenn jemand da sein sollte, dann weiß ich nicht, warum du da rumrennst. So, Kabutops gegen Elektroball. Weil wir alle sagen, jetzt sehr klug ist. Mein Gott, Wagen brummt gerade die ganze Zeit. Ich müsste eigentlich jetzt mal irgendwas essen. Lecker mal, ich schon. Das wird übrigens der letzte Kampf werden, liebe Leute. Das heißt, ich werde den zweiten Teil dieses Gebäudes mir dann in der nächsten Folge angucken.
muss hier wirklich nicht jetzt einen kleinen Break machen. Weil sonst läuft mir die Zeit davon. Ich kann nicht Ewigkeiten aufnehmen mit einem Stück. Mein Schneideprogramm nicht, weil ich nur eine gewisse Zeit packt. Ich hoffe, dass ich das Wochenende dann hinkriege. So, das ist erstmal diese Slime-Geschichte. Und es reicht, um ihn zu besiegen. Keine Items von uns. So, also mich ist ja nicht immer noch Magma abgehauen. Da ist es doch. So, wenn das jetzt das richtige Magma ist, bei Level 45, dann... Okay, 40 ist es. Okay, ich kann mal anfangen. Und einen Feuerstein. Jo, liebe Leute, dann machen wir jetzt den Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann kommen wir uns in die Ecke da unten. Dann brauchen wir doch noch eine Folge länger, um bis Vampyro herausfordern können. Naja, wir haben viel erlebt auf jeden Fall, würde ich sagen. Und dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid, wieder beim Let's Play Pokémon. Let's go, Evoli! Bis dahin, tschüss!